Als Corona vor einem Jahr plötzlich da war, viele Mittelständler auf einmal sehr schnell Geld benötigten und die ein oder andere Hausbank noch lange überlegte, was sie tun können, da haben wir geholfen und haben finanziert mit unseren institutionellen Investoren. Das sagt Daniel Bartsch. Er ist Vorstand und Gründer von Credit Shelf. Und was sein Unternehmen genau macht und welche Brücke es zwischen institutionellen Investoren und mittelständischen Unternehmen schlägt, darüber spreche ich jetzt mit ihm im Expertentalk. Sein Unternehmen vergibt Kredite, finanziert durch institutionelle Investoren. Herzlich willkommen, Daniel Bartsch. Sie sind Gründer und Vorstand von Credit Shelf. Jetzt erklären Sie uns kurz, wie genau funktioniert das bei Credit Shelf? Ja, herzlich willkommen und vielen Dank. Credit Shelf ist eine Direct Lending Plattform. Wir versorgen über unsere Plattform mittelständische Unternehmen in Deutschland. Dazu gehören insbesondere Familienunternehmen, aber auch schnell wachsende junge Unternehmen. Und wir haben hinter uns ein Netzwerk an institutionellen Investoren, die Zugang suchen zu der Anlageklasse Kredit. Und über unsere Plattform bringen wir beide zusammen in einem moderierten Prozess, in dem wir die gesamte Abwicklung von der Anbahnung bis zur letztlichen Kreditauszahlung und des Servicings über unsere Plattform begleiten. Das klingt sehr spannend. Sie sind seit 2015 am Markt und man kann schon sagen, ziemlich erfolgreich. Also über 300 Millionen Euro haben Sie kreditfinanziert bislang hinbekommen, also oder zur Verfügung stellen können. Hat Corona denn Auswirkungen auf Ihr Geschäftsmodell? Ja, das ist richtig. Wir sind seit 2015 in Deutschland am Markt und vom Grundsatz her sind wir natürlich insbesondere dort aktiv, wo sich klassische Banken etwas schwerer tun. Und da merken wir natürlich jetzt auch in der Corona-Zeit, dass sich hier ein bisschen der Markt tatsächlich verändert. Zum einen haben wir festgestellt, dass die Banken zunehmend schwieriger haben und vorsichtiger sind in der Kreditvergabe. Das äußert sich ja auch darin, dass inzwischen ein Großteil des Kreditmarktes in Deutschland auch durch letztlich die KfW aktuell dominiert ist. Und andererseits merken wir natürlich auch, dass durch die veränderte wirtschaftliche Lage insgesamt natürlich viele Banken vorsichtiger sind. Und insofern ist es für uns eine sehr interessante Zeit. Wir sind da zu helfen. Wir wollen den deutschen Mittelstand begleiten und wir stellen dafür notwendige Kreditmittel bereit, dort, wo die Banken tatsächlich Mühe haben. Das klingt sehr verlockend, muss ich sagen. Das klingt so super, kommt zu uns, wir sind das Rundum-Paket. Jetzt stelle ich mir natürlich auch die Frage, die der eine oder andere sich auch stellen wird. Ja, klingt verlockend und gut, aber kann ich mir das denn eigentlich überhaupt leisten? Also sind die Kosten, das, was Sie sozusagen daran verdienen, nicht möglicherweise für mich viel zu hoch als Mittelständler? Zunächst mal, wir vergeben über unsere Plattform Kredite ab 100.000 Euro. Bis maximal 5 Millionen Euro und das an Unternehmen, die mindestens 3 Jahre am Markt sind und 1 Million Euro Mindestumsatz haben. Sie müssen nicht zwingend profitabel sein, sondern wir haben insbesondere gerade in der jüngeren Zeit auch viele schnell wachsende junge Unternehmen finanziert, die digitale Geschäftsmodelle haben, die letztlich die Zukunft sind von Deutschland und unserer Volkswirtschaft. Und was die Konditionen betrifft, ist es sicherlich richtig, dass wir etwas teurer sind als eine klassische Bankfinanzierung. Das liegt aber insbesondere auch daran, dass wir dinglich unbesichert finanzieren und insofern in der Lage sind, natürlich auch dort zu helfen, wo Banken vom Kreditrisikoappetit her sich schon ein bisschen schwieriger tun. Also man kann das wahrscheinlich pauschal sagen, dort, wo eine Bank vielleicht 3 oder 4% verlangt, verlangen wir vielleicht 6 oder 7% von den Zinsen. Aber ich denke, wenn es tatsächlich um die Frage geht, kriege ich die Kreditmittel, habe ich eine schnelle Möglichkeit, das Geld zu bekommen und damit am Markt letztlich Chancen zu ergreifen, dann glaube ich, relativieren sich diese leicht höheren Kreditkosten in vielen Fällen. Das ist ja letztendlich dann das, was Sie als Risiko auch aufnehmen, wenn ich das richtig verstehe. Beziehungsweise unsere institutionellen Investoren, die die Mittel bereitstellen über unsere Plattform, weil die erzielen letztendlich die Renditen und bekommen letztendlich die Zinsen. Für uns selbst als Plattform ist es so, dass wir eine kleine Gebühr nehmen von den Investoren und auf der anderen Seite die Kunden, die bei uns Kredit bekommen, uns auch eine kleine Vermittlungsgebühr bezahlen. Aber ich glaube, dass wir da tatsächlich ein sehr faires Pricing haben
Und nochmal, es lohnt sich für die Unternehmen. Ich glaube, sonst hätten wir auch nicht diesen Zuspruch, den wir gerade in den letzten 12 Monaten eindeutig gesehen haben. Mich interessiert jetzt natürlich auch, Sie haben es schon gerade ein bisschen angedeutet, wer kommt denn zu Ihnen? Also wer fragt danach von den mittelständischen Unternehmen oder auch, sind da auch Start-ups, weil Sie gerade eben auch das Thema Digitalisierung ansprachen? Ja, ich glaube, man kann unsere Kunden so ganz grob in zwei Klassen ungefähr einteilen. Das eine sind die traditionellen mittelständischen Unternehmen in Deutschland. Ich sagte ab 1 Million Euro Umsatz. Das geht so bis in den dreistelligen Millionenbereich. Dort, wo die Unternehmen kapitalmarktorientiert werden, da braucht es eine Credit Shelf dann meistens nicht mehr. Da gibt es dann andere Zugänge. Aber so bis an diese Schwelle stellen wir immer wieder fest, dass wir Unternehmen helfen können. Und das sind wirklich klassische Familienunternehmen ganz häufig, industrieller Bereich. Überall da, wo es Dampf zischt und raucht, ist häufig auch Credit Shelf mit dabei. Und auf der anderen Seite haben wir junge Wachstumsunternehmen, die oftmals digitale Geschäftsmodelle haben, die vielleicht 3, 4, 5 Jahre am Markt sind, die sehr, sehr schnell wachsen, aufgrund des schnellen Wachstums einen hohen Kapitalbedarf haben, auch noch nicht zwingend profitabel sind, aber letztendlich auf einem klaren Weg dahin. Und die brauchen natürlich Mittel, die brauchen Kapital, um weiter wachsen zu können. Das ist für viele Banken immer noch zu anspruchsvoll. Und dort können wir eben helfen, diese Unternehmen mit Wachstumsfinanzierung zu begleiten und damit auch die Zukunft in Deutschland zu finanzieren. Sie sind eine reine Darlehensplattform, das haben wir jetzt erfahren. Und trotzdem spielt Private Equity eine ganz wichtige Rolle bei Ihnen. Wer ist es denn genau, wer bei Ihnen als Investor an die Tür klopft? Ja, auf der Investorenseite haben wir Institutionelle. Das geht los bei Kreditfonds, Asset Managern, teilweise Auslandsbanken, die keinen eigenen Vertrieb haben in Deutschland, aber letztlich die Anlageklasse suchen. Dann bis hin zu Supranationalen. Wir haben zum Beispiel den Europäischen Investitionsfonds, die Schwestergesellschaft der Europäischen Investitionsbank, der EIF, so wird er eben auch genannt, Europäischer Investitionsfonds, hat ein paneuropäisches Mandat unter dem Juncker-Plan, um mittelständische Unternehmen zu unterstützen, um Kapital in die Wirtschaft zu bekommen. Und man hat uns ausgewählt, für Deutschland exklusiv die Mittel des EIF zu kanalisieren. Und so haben wir ein breites Potpourri an institutionellen Investoren, die letztlich Zugang suchen zur Anlageklasse, die versuchen wollen, eine faire, aber risikoadäquate Verzinsung zu bekommen für ihr Kapital. Und das ermöglichen wir über unsere Plattform, indem wir Kredite andienen diesen Investoren, die geprüft sind durch uns, die von uns analysiert sind und aufbereitet sind. Jetzt sind aber, muss man ja auch sagen, die Margen, wenn ich das mal so nennen darf, eigentlich relativ niedrig im Verhältnis zu dem, was man sonst eigentlich weiß von Versicherungen, Pensionskassen, die eigentlich immer sehr viel höhere Tickets ausstellen. Das heißt, Sie benutzen jetzt quasi diese institutionellen Investoren, nutzen also Ihre Darlehensplattform, Ihre Kreditform, um auch in Märkte reinzukommen, in denen Sie sonst eigentlich nicht sich so tummeln? Ja, das ist richtig, weil unser Prozess ermöglicht eben Zugang zu insbesondere kleineren Losgrößen im Kreditticketbereich. Und insofern ist es sehr interessant, auch für institutionelle Investoren, die bereits Erfahrung haben mit Private Debt und das typischerweise über klassische Manager machen, die allerdings alle eher im Mid-Market-Bereich unterwegs sind. So bekommt man eben über unsere Plattform auch mit einem vollautomatisierten Prozess zum Beispiel eine Investition in unserem Kreditfonds oder aber direkt über unsere Plattform die Möglichkeit, in sehr granulare Einzelunternehmen zu investieren und insofern ein sehr breit gestreutes Portfolio aufzubauen, was eben wirklich im kleineren Mittelstand beginnt und dann bis in den unteren Mid-Market letztlich reicht. Wenn Sie es nochmal in 3 Sätzen zusammenfassen, wer kann bei Ihnen investieren und wer nutzt Credit Shelf? Ja, investieren können bei uns institutionelle Investoren, im Wesentlichen, sage ich mal, Pensionskassen, Versicherungen, aber auch kleinere Asset Manager, Kreditfonds und teilweise auch Banken. Und nutzen tun unser Angebot auf der Kreditnehmerseite mittelständische Unternehmen in Deutschland, ebenso wie schnell wachsende Jungunternehmen.
Daniel Bartsch, Gründer und Vorstand von CreditShelf, haben Sie ganz herzlichen Dank für den Talk mit Ihnen. Das ist eine sehr interessante Plattform, die Sie da haben. Von daher, wir drücken die Daumen, dass es weiterhin so erfolgreich läuft. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für diese Einblicke in das System von Ihnen. Haben Sie herzlichen Dank und toll, dass Sie auch mit dabei waren. Ja, besten Dank. Prima.